Ah, das war klar. Nicht so schnell. Der Iron Man oder was? Sie sollten doch nicht zu lange bleiben. Ah ja. Oh, Entschuldigung, Leute. Das ist ja mein persönlicher. Wir erreichen lediglich, dass die Menschheit gefecht wird. Sie setzen Reaper Deck ein. Und wie macht mich das? Boah! Hä? Was hat. Hä, was waren das für Schüsse plötzlich? Okay, alles klar. Heiling. Okay, wir wechseln mal direkt. Schrotflinte, ja, nehmen wir die hier. Sie sind auf der Citadel geflohen, sie sind auf Petya geflohen. Vielleicht, vielleicht nicht, aber sie werden es auf jeden Fall nicht mehr erleben. Ach, der ist tot, oder was? Okay. Alter, gib ihm noch einen Shot in den Kopf, ey. Ein Shot in den Kopf. Das wäre ein geiler Track. Aber das war klar. Das war so klar. Komm, das muss er doch gehört haben, oder? Komm, Garrus, gib ihn. Komm, Headshot. Let's go. Oh, Schluss mit Zocken. Keine Lust mehr. Wie zu viele Trolls. Okay, das ist immer doof. Warum kriegt das keiner mit? Feierabend, ey, den Typen, den habe ich gefressen. Das war für Miranda, du Hurensohn. Alles klar. Er hatte keinen Bock mehr. Die Reaper bereiten die Ernte ihrer Spezies vor. Ich halte sie auf. Dafür ist es zu spät. Ich empfehle die Bereitstellung von Informationsspeichern. Aber genau das hätte ich auch gesagt. Vielleicht haben sie Erfolg. Vielleicht hört man früh genug auf ihre Warnungen. Oh nein, hat er nicht genommen. Shit. Ah, ich habe gerade noch mit meinem Glas auf die rechte Maustaste gedrückt beim Abstellen. Hat aber nicht genommen. Schade. Dahin Richtung. Besiegen Sie einen alten Gegner. Ja. Kacktyp. Nur schlecht. Haben Sie das von der Citadel gehört?
Gerade eben. Wissen wir, was vor sich geht? Warum sie hier ist? Die Citadel ist der Katalysator. Und dank des Unbekannten wissen die Reaper jetzt, dass wir es wissen. Na toll. Also haben sie zum Schutz hergebracht? Soweit ich das beurteilen kann. Was bedeutet das für den Tigel? Ich werde mit Hackett darüber reden, aber unser Plan ist jetzt wohl noch verzweifelter. Sieht so aus. Ich habe ein Team in London. Die Reaper haben hier irgendwas vorbereitet. Jetzt wissen wir was. Wir versuchen, so viel wie möglich darüber rauszufinden. Verstanden. Naja, dann sehen wir uns wohl eher früher als später. Seien Sie vorsichtig. Sie auch, Shepard. Das ist ein Ende. Ich mag den Typen immer noch. Okay, alles klar. Können wir nochmal jemanden kontaktieren? Nein. Priorität Erde. Okay, Tigel ist voll einsatzbereit, würde ich sagen. Alien, wen haben wir noch? Shadow Broker Unterstützungsteam. Sehr geil. Tigel. Shadow Broker Raumschiff Tech, Terminus Frachter. Reaper Gehirn. Ah, von dem Ding. Okay. Proganer. Proganische Clans. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Das war's. Jo, das war's. Sehr geil. Wir könnten rein theoretisch richtig auf die Kacke hauen, Leute. Aber so richtig auf die Kacke hauen. Sehr schön. So, wir gucken mal, was wir noch haben. Ja, echt. Immer. Hier keine Mails. Gehen wir nach ganz unten. Rüstung. Cortez. Ich habe gerade von Miss Sato gehört. Sie ist sicher in der Forschungsanlage der Allianz eingetroffen. Und wie ich höre, hat Esteban bei einer Jungfrau in Nöten den Helden spielen können. Sie kennen doch mich und meine Jungfrauen, Mr. Vega. In der Tat. Ja, natürlich. Oh, den müssen wir uns kaufen. Dem Schiffmodell müssen wir auch kaufen. Ah, ich glaube, dann haben wir langsam alle, ne? Cyprien-Waffen. Spectre-Ausrüstung. Ja, das ist echt teuer, ne? Also. Kucknacker der Allianz haben Schwierigkeiten, Schiffbringung. Oh nein, echt jetzt? Moin, Felix, moin. Was geht ab? Oh, wie dumm. Jetzt können wir nicht mehr auf die Dings hier, ne? Auf die Citadel, weil die natürlich weg ist. Wir kaufen jetzt tatsächlich einfach nochmal so ein bisschen Kleinkram, würde ich sagen. Herrle denn. Ah, was soll's kaufen? Nicht viel, bei dir auch nicht viel. Weißt du, was hier los ist? Was macht man in dem Game? Kämpfen. In diesem Game versucht man die Reaper aufzuhalten. Haben wir hier gerade die Disciple Hornwerfer. Dann holen wir mal beides. Okay, das ist Upgrades. Ich weiß gerade überhaupt nicht, welche wir ausgerüstet haben. Egal, macht nichts. Hallo, Mochi.
So. Weiß auch gerade nicht, was neu ist. Liefer mir Präzision, das ist der Schaden, ne? Wir bleiben mal bei dem. Oh, das ist auch eine neue Waffe, haben wir Javelin. Nee. Die hier. Und mit Javelin? Die ist auf Stufe 5. Die ist ja viel krasser. Da bleiben wir mal auf Schaden. Wir bleiben hier drauf. Und ich habe mir hier neu. Wieder. Die Falcon One. Scheiß auf, ich kann's mal Outlast zocken. Vielleicht irgendwann. Vielleicht. Tatsächlich vielleicht irgendwann mal. Schaden. Okay, da gucken wir nochmal, ob wir hier. Bleiben wir mal dabei. Ja, na gut. Kann ich bestimmt irgendwann mal zocken, aber jetzt gerade nicht. Jetzt gerade habe ich Bock auf das Spiel. Wäre auch tatsächlich dann eher ein Spiel für Mittwochs als Alternative zum Paramittwoch. Aber da habe ich auch gerade noch ein anderes Spiel. Okay, dann haben wir das Ding. Axt, da gehen wir mal hier rüber. Wenn du mal zockst, eine kleine Wette. Wetten klingen eigentlich immer interessant, aber nur wenn ich gewinne. So, wenn meine Chancen gut sind. Na, aber kannst du ja trotzdem mal einen Raum werfen. Was für eine Wette. So, was haben wir hier? Lokaler Cluster, okay. Aber wir können nirgendwo mehr hin, außer zur Erde. Alles klar. Dann ab zur Erde. Meldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt. Jawohl, Commander. Commander? Admiral? Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dafür bin ich hier. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen.
Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett, Ende. Shepard, die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbotentruppen London ein. London? Warum nicht direkt gegen die Citadel vorgehen? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, das zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaucht ist. Die Arme müssen offen sein, um den Tigel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammertransporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen und wir richten eine vorgeschobene Operationsbasis ein. Wie sollen wir von London aus zur Citadel kommen? Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es soweit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht, die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmflotten den Tigel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tigel lange zu schützen. Du musst Outlast in unter 15 Minuten durchzocken. Wenn du es schaffst, bekommst du einen Sub. Und wenn nicht, dann trotzdem. Also ich kann nur gewinnen. Irgendwann, denke ich mal. Dafür sind wir ausgebildet. Nee, oder ausgebildet. Ist einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Wahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tigel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Alles klar. Jawohl, Sir. Viel Glück für uns alle. Aber was ist mit dem Unbekannten? Obwohl, der ist ja auch was Citadel, wenn ich mich nicht erinnere. Itali und Garrus. Let's go! So. Okay, wir bleiben bei den Waffen. Nähern uns Solportal, Commander. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Ja, let's go, Alter. Mach weg die Pimmel. Was? Was ist dein Lieblings-Far Cry? Gerade der dritte, tatsächlich. Den Grund kennst du bestimmt. Meldung der Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Von den Salarianern ist es nicht die Sprache gewesen. Die ganze Zeit schon nicht. Und den Batarianern auch nicht. Marianische Flotten gemeldet und bereit. Meldung der Gasflotte. Korrekt. Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für Ihren Befehl zum Angriff. Alter, was für eine Armada, ey. Sind aber auch scheiße viele Reaper. An alle, es geht los. Bereit machen für mein Signal. Feuer! Kennt schon den Witz des Jahres? Warte. Far Cry 6. Greifen Sie auf mein Kommando die Reaper-Streitkräfte an. Verstanden. Alle Jäger mir nach. Oh.
Battlefield 2042. Ähnlich gut. Bestätige. Vorsichtig da unten. Wird schon. Bleiben Sie wachsam. Zu Befehl. Ehrenmann. Vorhut ist unterwegs. Hammer ist in Position und wartet, bis ein Weg freigeräumt ist. Normandy wieder bei Schwert. Viel Glück. Ich bin bald wieder zurück. Ich nehme Sie beim Wort. Norman, die Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist schwer. Ich erkenne Sie kaum wieder. Scheiße! Anvisiert! Festhalten! Verdammt! Status! Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Sir? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute. Wir werden diese Hades-Kanone ausschalten. Zu Fuß dürfte schwierig werden. Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt. Sie haben's gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Bin bei Ihnen, Shepard. Jetzt! Los! Los! Sie uns erst, wenn wir das Geschütz ausgeschaltet haben. Verstanden. Prozess Ende. Also gut, dann weiter.
Ich bin stumm. Oh. Okay, dann wiederhole ich nochmal, was ich eben sagte. Giancarlo Esposito war in Breaking Bad gut, was ich gesehen habe. Ich habe gehört, in Far Cry soll der echt kacke gewesen sein. Aber das ist halt auch immer... Immer kacke, so dieses Hörensagen, ne, halt. Da hoch, würde ich sagen. Und ich höre noch irgendwelche komischen Viecher rumlaufen. Verdammt, Feinde sind im Anflug auf sie. Ich versuche sie vom Leib zu halten. Besser ist fast Breaking Bad hier gesehen. Nicht, dass ich jetzt Spoiler. Ich habe es tatsächlich zum Teil gesehen, aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Weil so geil fand ich das dann im Endeffekt dann auch nicht. Aber ist halt auch immer so eine Geschmackssache, ne? Also. Stirbt und Hank auch. Hank war doch der Bulle, ne? Beziehungsweise der von der DEA, oder? Los jetzt, direkt in den Hals! Na gut, dass Walter Weiß auf stirbt, das war ja abzusehen, das ne? Mit seinem Krebs. Letztes Geschütz außer Gefecht. Alle Hammer-Teams. Bereit machen zur Landung. Komm, wir brauchen eine Exfiltration. Na toll. Achtung, wir haben Gesellschaft. Ich wette, das war ein Fehler. Oh, das war mir gerade so egal. Shepard, gibt es Allianzpersonal in der Nähe?
Allianzpersonal. Wo kamen die denn auf einmal her? Er ist erschossen worden, weil sein Krebs behandelt und entfernt wurde. Oh ja, nett.